Nach dem Tod der russischen Journalistin Daria Dugina durch eine Autobombe. Russische Nationalisten und prorussische Kräfte machen die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Vor dem Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine zieht Präsident Zelensky eine rote Linie für Verhandlungen mit Russland. Wie steht es um die Moral der ukrainischen Soldaten im Zermürbungskrieg gegen Russland? Der serbische Präsident Vučić fordert die NATO dazu auf, Serben im Kosovo zu schützen und droht damit einzugreifen. Pro Woche eine Schießerei. In Schweden ist der Kampf gegen die Bandengewalt das zentrale Wahlkampfthema. Russland macht die Ukraine für den Mord an der Tochter des Putin-Beraters Alexander Dugin, Daria Dugina, verantwortlich. Das Verbrechen wurde von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen, teilte Russlands Inlandsgeheimdienst FSB mit. Kiew hatte zuvor zurückgewiesen, etwas mit Duginas Ermordung in der Nacht zum Sonntag zu tun zu haben. Als Täterin nannte der FSB eine 1979 geborene Ukrainerin, die Ende Juli nach Russland eingereist sei und sich nach der Tat nach Estland abgesetzt habe. Dugina starb bei der Explosion ihres Autos in einer Moskauer Vorstadtsiedlung. Einige Beobachter bezweifeln, dass die Ukraine in der Lage ist, ein solches Attentat zu planen und durchzuführen. Vor dem Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion, die am Mittwoch gefeiert wird, zeigt sich Kiew kämpferisch. Da die Regierung befürchtet, dass Russland die Angriffe verstärken könnte, dürfen in den kommenden Tagen in Städten wie Charkiw aber keine Großveranstaltungen stattfinden. Der Prozess gegen die in Mariupol gefangen genommenen Kämpfer des Azov-Regiments sollte ukrainischen Angaben zufolge in den kommenden Tagen beginnen. Wenn dieser verachtenswerte Prozess stattfindet und unsere Leute entgegen aller internationalen Regeln vor Gericht gestellt werden, dann wird eine rote Linie überschritten und es sind keine Verhandlungen mit Russland mehr möglich. Dann schaltet sich Russland selbst von den Gesprächen aus und unser Staat hat alles gesagt. Eine rasche Untersuchung des umkämpften AKW Saporischschja durch die internationale Atombehörde IAEA forderten gemeinsam die Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands nach einem Telefongespräch. Hallo. Am Tag der offenen Tür im Kanzleramt in Berlin sagte Olaf Scholz: Die russische Regierung muss verstehen, von den Sanktionen wird sie ja nicht wegkommen, indem sie einfach wartet, bis alles wieder anders ist. Sondern es geht nur mit einem fairen Vereinbarung mit der Ukraine. Und deshalb kommen wir in eine friedliche Situation, wenn der russische Staat bereit ist, das zu akzeptieren. Aktivistinnen forderten bei der Veranstaltung in Berlin, dass Deutschland russisches Gas boykottieren solle. Gasembargo jetzt! Kein Geld für Putin! Die Stunden erscheinen ihnen endlos. Ukrainische Soldaten an der Front bei Mykolajew im Süden des Landes verbringen einen großen Teil des Tages unter der Erde. Sie essen und schlafen dort, in diesem schon seit 6 Monaten andauernden Zermürbungskrieg. Jetzt stehen wir dort, wo die Russen waren. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie versuchen durchzubrechen. Außerhalb der Schützengräben, wo einst Dörfer und Städte voller Leben waren, gibt es jetzt nur noch Zerstörung. Die vielbeschworene Gegenoffensive findet bisher nicht statt. Eine große Gegenoffensive wird niemals im Voraus angekündigt. Es wird einfach ein Befehl gegeben, ein entsprechendes Signal, und wir gehen zum Gegenangriff über. Der Krieg ist für die ukrainischen Soldaten eine Art Achterbahnfahrt der Gefühle, mit Hochs und Tiefs, aber anders als die Russen verteidigen sie das Land, in dem sie geboren wurden. The morale is
Die Moral ist besser als in den ersten Tagen des Krieges, als wir immer mehr Boden verloren haben und jeder erwartet hat, dass sie nach einem weiteren Tag zusammenbricht. Aber dann war die Moral gut, als jeder erwartet hat, dass die russischen Streitkräfte am nächsten Tag zusammenbrechen. Und jetzt sind die Gefühle irgendwo in der Mitte und okay, wir bereiten uns auf den Winter vor. Die Fronten sind festgefahren, aber die ukrainische Seite hat nach den jüngsten Explosionen auf der Halbinsel Krim einen moralischen Schub erhalten. Die Russen hielten die Krim für unantastbar. Serbiens Präsident Vučić hat die NATO dazu aufgerufen, die serbische Minderheit im Kosovo zu schützen. Andernfalls werde Belgrad das selbst in die Hand nehmen. Grund für die neue Eskalation waren Einreiseregeln für Serben, die der Kosovo einführen wollte. Vučić sieht darin einen Versuch, Serben aus dem Kosovo zu vertreiben. Er werde das nicht erlauben. Es wird keine Schlangen von Flüchtlingen geben. Und wir werden unser Volk vor Verfolgung und Pogromen schützen, was die NATO das nicht tun will, was die KFOR-Truppen das nicht tun wollen. Am Donnerstag blieben die Gespräche des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell mit den Regierungschefs von Serbien und dem Kosovo ergebnislos. Brüssel macht eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina und eine Anerkennung des Kosovos durch Serbien zur Bedingung für den EU-Beitritt beider Länder. Im Kosovo sind seit 1999 knapp 4000 NATO-Gruppen stationiert. Das Militärbündnis hat bekräftigt, dass die KFOR-Mission jederzeit bereit sei, einzugreifen, sollte die Stabilität gefährdet sein. Schweden wählt am 11. September einen neuen Reichstag. Und mal wieder beherrscht besonders ein Thema den Wahlkampf, die Bandenkriminalität. Vergangenen Freitag kam es in einem Einkaufszentrum in Malmö zu einer Schießerei. Ein Mann wurde getötet. Der mutmaßliche Schütze ist erst 15 Jahre alt und laut Polizei dem Bandenmilieu zuzuordnen. Kein Einzelfall. In diesem Jahr wurde in Schweden jede Woche mindestens ein Mensch erschossen. Gemessen an der Bevölkerungszahl ein trauriger Rekord in Europa. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sucht einen Ausweg aus der Gewaltspirale und verspricht eine Offensive gegen Bandenschießereien. Diese Offensive findet an zwei Fronten statt, gegen die Waffen und gegen die Banden. Erstens werden wir direkt gegen den Handel mit illegalen Waffen vorgehen. Die Polizei soll künftig jeden Kellerraum, jede Wohnung und jedes Auto durchsuchen dürfen, in denen Bandenkriminelle womöglich ihre Waffen versteckt haben und das auch ohne konkreten Tatverdacht. Schießereien, brennende Autos, Explosionen. Schweden hat seit Jahren ein Problem mit verfeindeten und gewaltbereiten Banden. Oft geht es um Rache- oder Drogengeschäfte. Die Täter werden immer jünger, viele stammen aus Einwandererfamilien. ExpertInnen kritisieren Versäumnisse in der Integrationspolitik. Man habe zu wenig Geld in Bildung und Soziales gesteckt und so dazu beigetragen, dass sich Ghettos und Parallelgesellschaften bilden, so wie hier im Göteborger Vorort Hjällbo. Wie viele Schweden kennen Sie? Hier im Viertel? Keinen. Hjällbo wurde wie andere Vororte zum Problemviertel ernannt, die Polizeipräsenz erhöht. Die sozialdemokratische Regierung will jetzt noch härter durchgreifen. So soll etwa die Mindeststrafe für schwere Waffendelikte von 2 auf 4 Jahre Haft angehoben werden. Der Opposition geht das nicht weit genug. Die bürgerlichen Moderaten versprechen, schon die Mitgliedschaft in einer Bande unter Strafe zu stellen, sollten sie bei der Parlamentswahl die Mehrheit bekommen. Und wer nach Schweden kommt und sich einer Bande anschließt, solle direkt wieder abgeschoben werden. In Tokio sind die Bars voll, aber die Gläser nicht voll genug. Der Meinung ist zumindest die japanische Regierung, die eine skurrile Alkoholkampagne ins Leben gerufen hat. Unter dem Motto Sake Viva können 20- bis 39-Jährige neue Produkte, Designs und Verkaufsmethoden vorschlagen, um jungen Leuten die Lust am Trinken zurückzubringen. Das ist eine gute Idee. Ich mag Alkohol. Gute Initiative. Ihr Ziel? Mehr Steuereinnahmen in die klamme Staatskasse spülen. Denn die junge Generation trinkt immer weniger und wird immer gesundheitsbewusster, besonders seit der Corona-Pandemie.
Es ist gut, der Alkoholindustrie unter die Arme zu greifen und dafür zu sorgen, dass nicht nur ältere Menschen mehr trinken, sondern auch junge. Andere halten die Kampagne für eine gefährliche Schnapsidee, wie der Direktor des Vereins Nein zum Alkohol. Keine gute Politik für unser Land. 1995 wurden in Japan noch 100 Liter Alkohol pro Jahr und Kopf getrunken, 2020 nur noch 75.